Wort, Herr Schwarz. Herzlich willkommen. Ja, lieber Herr Stetz, ganz, ganz herzlichen Dank für die freundlichen Vorstellungen und für die abermalige Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, dass so viele, die auch beim letzten Mal schon dabei waren, heute wieder dabei sind. Ich darf Sie alle ganz, ganz herzlich begrüßen zu meinem Vortrag. Ich darf noch einmal ganz besonders herzlich meine ehemalige Freiburger Studentin, Frau Dr. Rebecca Großmann, begrüßen, die aus Jerusalem uns jetzt hier zugeschaltet ist. Ich darf ebenfalls ganz besonders herzlich Frau Astrid Müller von den MGH begrüßen. Frau Müller spielt eine derzeit ganz wichtige Rolle in meinem Leben. Sie versorgt mich allwöchentlich mit Literatur und ohne diese Literatur würde gar nichts gehen und wäre auch so etwas wie ein solcher Vortrag heute Abend schlechterdings nicht möglich. Und ich möchte, weil ich ihn gerade hier auch sehe, ganz besonders herzlich ebenfalls Manfred Strobel begrüßen, der jahrelang sozusagen in München zu meinen Füßen saß und ein so ungeheuer wissbegieriger Student war. Toll, dass Sie alle wieder dabei sind. Herr Stetz hat den Vortrag schon gerade etwas umrissen und charakterisiert. Die Pestkatastrophe 1348 in Europa und die jüdischen Gemeinden. Ein wichtiges Thema, ein anspruchsvolles Thema, ein ernstes Thema, gar keine Frage. Mir war es, als Herr Stetz und ich diese Vortragsreihe geplant haben, sehr, sehr wichtig, dass wir dieses erste Element, nämlich die Juden als ein integrativer Teil der europäischen Kultur, der europäischen Geschichte, ganz bewusst an den Anfang stellen. Wir wollen das, was jetzt kommt, nicht ausblenden in gar keiner Weise. Aber es war mir wichtig, eben diesen besonderen Akzent zu setzen, die Juden als einen Teil der europäischen Geschichte, der europäischen Kultur wahrzunehmen, ohne Ghetto, ohne Marginalisierung, ohne Bekämpfung, ohne Diskriminierung. Nehmen Sie, was Sie wollen. Aber über das andere müssen wir eben auch reden. Und das ist nun, weiß Gott, wichtig genug. Und ich darf Ihnen zunächst einmal ganz kurz die Gliederung des Vortrags heute Abend hier präsentieren. Ich habe ja letzte Woche ungefähr aufgehört im 13. Jahrhundert und ich möchte hier im 13. Jahrhundert auch einsetzen. Und bevor ich zur Pestkatastrophe selber komme, möchte ich ganz kurz ein paar Worte verlieren über die Lage der jüdischen Gemeinden im 13. Jahrhundert und über die doch sehr, sehr bewusst wahrzunehmende Verschärfung der Lage der jüdischen Gemeinden im 13. Jahrhundert. Ich will dann ganz kurz, nur ohne Sie damit jetzt zu sehr belasten zu wollen, etwas sagen über die Pestkatastrophe selber. Ne? Das ist ja die Voraussetzung dafür, dass diese Verfolgungen, dass diese Ermordungen, das was anderes war es ja nicht, der Juden in Europa stattfinden konnte. Das ist die Grundlage dafür, etwas sagen. Und ich will dann über die Auswirkungen dieser Pestkatastrophe auf die jüdischen Gemeinden als solches zu sprechen kommen. Also das sind die Punkte, die uns heute Abend hier erwarten. Ich werde also circa eine Stunde reden. Das wird circa eine Stunde dauern. Und dann haben wir die Gelegenheit natürlich noch miteinander zu diskutieren. Also zunächst einmal mit dem ersten Punkt zu beginnen, die Verschärfung der Lage der Juden im 13. Jahrhundert. Ich will nur eine Sache hier ganz kurz ansprechen, meine Damen und Herren, damit Sie davon einen Eindruck bekommen können. Was passiert in den 1240er Jahren in Frankreich? Das ist nämlich sehr, sehr interessant. Vielleicht ganz kurz nur noch mal ein Blick auf die Karte des damaligen Frankreich. Es ist also doch sehr, sehr gut erkennbar, schon ungefähr wenigstens der Staat, den wir heute auch vor Augen haben, die Ostgrenze ist ein bisschen weiter westlich sozusagen, aber ansonsten ist dieses Hexagon, das berühmte französische Hexagon, schon ausgefüllt. Das französische Königtum hat schon sehr, sehr stark die starken Herzogtümer, die mächtigen Herzogtümer unter Kontrolle bekommen und es regiert in den 40er Jahren in Frankreich eine der prominentesten Figuren, der jemals auf dem französischen Thron gesessen hat. Sie sehen ihn hier als Bild, damals als 20-Jährige, nämlich Ludwig der Heilige. Ludwig der Heilige, zweimal auf Kreuzzug gewesen, deswegen der heilige König, ein Kreuzfahrer. Und in dessen Königreich passiert jetzt etwas, was doch ganz kurz hier erläutert werden sollte, damit wir den Hintergrund haben für diese Verschärfung der Lage der Juden. Also, es hat gegeben im Jahre 1239, 1239, Sie erinnern sich, das war ganz knapp
nach diesem Fulda-Ritualmordsvorwurf und dem Prozess, den es gegeben hat, und dem Freispruch auch der Juden im Rahmen dieses Prozesses durch Friedrich II. Hat es gegeben eine Aufforderung des damaligen Papstes Gregors des IX. An alle Fürsten der Christenheit, sämtliche Exemplare des Talmuds, des jüdischen Gesetzesbuches gleichsam, beschlagnahmen zu lassen. Eine Aufforderung des Papstes, wie das ja häufig so war, das wurde nicht immer dann sofort befolgt oder manchmal auch gar nicht, aber es gab diese Aufforderung. Und aufgrund dieser Aufforderung kam es tatsächlich ein Jahr später, im März 1240, zur Beschlagnahmung sämtlicher Talmud-Exemplare Frankreichs auf Befehl Ludwigs des Heiligen. Ob das jetzt wirklich sämtliche waren, wissen wir nicht, aber es werden schon einige gewesen sein. Man hat ja nie den Überblick über alle Quellen, die einem zur Verfügung stehen, aber die wichtigsten Exemplare wurden eingezogen. Und dann gab es im Rahmen dieser Beschlagnahmung ein Streitgespräch zwischen Christen und Juden über Inhalte des Talmuds. Ob es wirklich ein Streitgespräch war, sei mal dahingestellt. Die christlichen Quellen geben es als Streitgespräch aus. Es war alles in allem eher eine Verhörsituation. Also Juden der Pariser jüdischen Gemeinde mussten sich rechtfertigen über ihren Glauben, ne? Wurden sozusagen befragt zu ihrem Glauben. Und im Rahmen dieses Streitgesprächs wurde dann auch geäußert der Vorwurf der Blasphemie gegenüber Jesus im Talmud. Und wie entgegnen die Juden? Sie leugnen diese Blasphemie. Und das Ergebnis kann man sich an einer Hand abzählen. Es ist zu vermuten, wie die ganze Sache ausgeht. Das Ende des Streitgesprächs in Anführungszeichen, sieht so aus, dass der Talmud zur Verbrennung verurteilt wird. Und was geschieht daraufhin in Paris nach dieser Verurteilung des Talmuds? Es kommt zu einer öffentlichen Verbrennung von 22 Wagenladungen, also immerhin 22 Wagenladungen konfiszierter Talmud-Exemplare in Paris. Und kurze Zeit später, im Jahre 1244, beglückwünscht der damalige Papst Innozenz IV., mittlerweile ein neuer Papst, der 1243 begonnen hat zu regieren. Innozenz IV. Beglückwünscht den König zur Verbrennung von 1242, fordert ihn aber gleichzeitig auf, auch noch die verbliebenen Exemplare auch noch verbrennen zu lassen. Und so kommt es 1244 zur zweiten Talmudverbrennung in Paris. Und wiederum 4 Jahre später, 1248, spricht der damalige Bischof von Paris, Wilhelm von Auvergne, eine öffentliche Verdammung des Talmud aus. Also doch eine sehr, sehr wahrnehmbare Verschärfung der Lage der Juden, jetzt gezielt geschaut auf Frankreich. Aber es sind Dinge, die, wenn man genauer hinschaut, fast in ganz Europa damals festzustellen sind. Eine Verschärfung der Lage der Juden im 13. Jahrhundert. Und es geht weiter, ne? Ohne sich jetzt in Details zu verlieren, kommt es im Jahre 1290 zur ersten Vertreibung von Juden aus ihren ja bisherigen Wohnstätten, aus ihren bisherigen Gemeinden. Und zwar beginnt das Ganze nicht in Frankreich, sondern ich würde fast sagen, überraschenderweise in England. 1290 müssen alle Juden Englands das Königreich England verlassen. Es ist deswegen so bemerkenswert, weil die englischen Juden eigentlich bis dahin eine sehr, sehr wichtige Rolle am Hof des englischen Königs gespielt haben. Sie waren wirklich führende Berater, teilweise führende Berater, auch führende oder vor allen Dingen führende Finanzberater. Und im Laufe des 13. Jahrhunderts, das beginnt sehr, sehr wahrnehmbar, so in den 1230er Jahren, also im zweiten Jahrzehnt, im zweiten, im beginnenden dritten Jahrzehnt der Herrschaftszeit des englischen Königs Heinrichs III., verlieren die vermögenden Juden ihre Stellung als Geschäftspartner und Darlehensgeber des Königs. Und dann kommt es im Jahre 1275 zu einem berühmten Gesetz, ja, zu einer Urkunde, ja, zu einem Dekret des damaligen englischen Königs Eduards I. Er untersagt den Juden regelrecht die Darlehensvergabe. Das ist das sogenannte Statutum de Judaismo, ja, das Statut über die Juden. Und dann ist es soweit, 1290, noch immer regiert Eduard I., ist ja doch ein sehr, sehr lange regierender König, der also fast 40 Jahre England regiert hat. Über 16.000 Juden sollen England in Richtung Frankreich und Deutschland verlassen haben. 16.000 Juden werden aus dem Land
herausgeschmissen. Ich will ganz kurz noch dazu sagen, die Geschichte des englischen Judentums ist eine hochinteressante, denn es gibt, sofern, so weit wir das erkennen können, Juden in England erst seit 1066, also seit der normannischen Eroberung. Im Zuge Wilhelms des Eroberers und im Zuge der Normannen sind die Juden damals nach England gekommen. Es hat für uns im angelsächsischen England, also im England etwa so von 450 bis 1066, keine Juden gegeben. Offensichtlich auch keine allein umherziehenden Juden oder punktuell lebenden Juden, denn Juden haben ein wichtiges Merkmal in der Geschichte Europas. Sie leben nie alleine, sie leben nie exklusiv. Sie brauchen immer eine Gemeinde, um ihre Riten, um ihren Glauben einfach praktizieren zu können. Sie brauchen eine Mikwe, sie brauchen eine Synagoge und, und. Ne? Und deswegen ist es wirklich relativ unwahrscheinlich, dass es im angelsächsischen England Juden gegeben hat. Erst ab 1066 kommt es dort zu einer jüdischen Gemeindebildung. Und die werden dann sehr, sehr wichtig im Laufe der nächsten 200 Jahre. Und diese ganze Geschichte ist 1290 schon wieder vorbei. 16.000 Juden müssen England verlassen. Man weiß, dass die Juden der Londoner Gemeinde auf einer Schiffsfahrt über den Ärmelkanal einem Anschlag zum Opfer gefallen und wohl mehr oder weniger komplett ertrunken sein sollen. Und bis in die Zeit von Oliver Cromwell, also dem berühmten Lord Protector im 17. Jahrhundert, der ja den englischen König Charles I. auf das Schafott befördert hat, hat es zumindest offiziell in England keine Juden mehr gegeben. Also in England beginnt das, was wir dann in den Städten Europas, in den Städten Mitteleuropas ab dem 13., 14., 15. Jahrhundert haufenweise haben, dass die Gemeinden, dass die christlichen Gemeinden ihre jüdischen Mitbürger außer Landes oder außer Stadtes verweisen. Das beginnt hier in England. Ich will Ihnen das ganz kurz nochmal hier zeigen auf der Karte. Das ist ein Stadtplan des mittelalterlichen London. Es ist ja von der Struktur, wenn Sie schon mal in London waren, die meisten von Ihnen werden das gewesen sein, recht gut zu erkennen mit dem Tower unten, ne, dem Tower of London. Das ist das berühmte Monument, das Wilhelm der Eroberer dort ja gebaut hat. Und ganz auf der anderen Seite, auf der linken Seite, sehen Sie Westminster Abbey, Westminster Hall, Whitehall. Das liegt heute natürlich mitten in London. Damals lag es außerhalb der Stadtmauer von London. Und wir wissen sehr genau, wo das jüdische Viertel in London war. Also ungefähr etwa 500, 600 Meter, ein Kilometer westlich des Tower, ne, in der Londoner City gelegen, zwischen Guildhall und Tower. Und diese Juden hier in London müssen ihre Stadt verlassen. Die Quartiere sind frei. Und so geht es reihum weiter. 1306, also etwa 16 Jahre später, werden die Juden in Frankreich ausgewiesen. Ein Erlass Philipps des Schönen, des damaligen französischen Königs Philipps des Schönen, Philipp le Bel. Vielleicht kennen Sie den Namen aufgrund der Templergeschichte. Philipp der Schöne ist ja in die Geschichtsbücher, in die Annalen eingegangen, aufgrund seines leidenschaftlichen Versuchs, die Templer auszulöschen. Die Besitztümer der Juden werden eingezogen. Doch danach kommt es in Frankreich relativ schnell zu einer Rückkehr der Juden, die offensichtlich weiterhin gefördert wurde. Zum Beispiel Synagogen und Friedhöfe gegen Zahlungen wurden zurückgegeben. Es erfolgte auch eine Rückgabe der Privilegien. Im Ganzen muss man sagen, dass die Lage der Juden in Frankreich um 1320, 1330, 1340 ungefähr vergleichbar war der Juden in der Lombardei, dass sie doch auch ganz, ganz stark vor allen Dingen im Kreditwesen tätig waren, dass Privatleute und der Fiskus brauchten. Ich habe mich im Laufe der letzten Woche sehr intensiv noch einmal ausgetauscht mit Manfred Strobel. Und Manfred Strobel hat eine sehr, sehr wichtige Sache gesagt. Er hat mir nämlich gesagt, dass Frau Professor Haferkamp, Eva Haferkamp von der LMU, die eine der ganz großen Kennerinnen ist des mittelalterlichen Judentums, in ihren Veranstaltungen immer wieder darauf hinweist und völlig zu Recht darauf hinweist, dass die Juden nur in den wenigsten Fällen im Kreditgeschäft tätig waren, sondern in vielen Fällen ganz normale Berufe hatten, ne? Ganz normale Berufe. Das ist komplett richtig. Das entspricht auch meinen Wahrnehmungen, meinen Ergebnissen. Aber sie sind eben auch im Kreditwesen tätig gewesen. Und das ist etwas, was wir hier ganz, ganz stark sehen, wenn wir über die Juden in Frankreich und in der Lombardei reden. Was passiert jetzt im 14. Jahrhundert, wenn wir uns auf die Pestepidemie, die Pestkatastrophe zu bewegen? Es ist, weiß Gott, nicht einfach, das alles zu erfassen. Es kommt in den Jahren 1320 bis 21 zu einem neuerlichen Kreuzzug der Armen, ne?
einem Zug der Pastoralen, der Pastoureaux, ein Hirtenkreuzzug. Vielleicht haben Sie schon mal gehört, meine Damen und Herren, den Begriff Kinderkreuzzug. Ne? Der Kinderkreuzzug ist weitgehend das, was man auch als Hirtenkreuzzug bezeichnen kann. Jedenfalls keine Ritter, die sich auf Kreuzzug begeben, sondern Leute, die einfach so sich sammeln und den Weg in Richtung Orient suchen, zur Befreiung Jerusalems. Und im Rahmen dieses Hirtenkreuzzuges kommt es zu Judenverfolgungen und zu Massakern. Dasselbe Phänomen, was wir ja schon in den 90er Jahren des 11. Jahrhunderts hatten beim ersten Kreuzzug, als die rheinischen Judengemeinden, vor allem die drei ganz berühmten, weltweit berühmten rheinischen Judengemeinden in Speyer, Mainz und Worms aufgrund der marodierenden Horden, die da durchgezogen sind, mehr oder weniger komplett zerstört wurden und dann im 12. Jahrhundert noch einmal ganz neu anfangen mussten. Also Massaker, Verfolgungen im Gefolge einer neu aufkeimenden Kreuzzugsbewegung. Sie brechen offensichtlich spontan aus. Das, was wir erkennen können, deutet auf einen spontanen Ausbruch dieser Massaker hin. Die aufgebrachte Bevölkerung verbrennt alle Juden, deren sie habhaft werden konnte. Und überall werden bereits hier, ungefähr 20, 30 Jahre vor der Pest, und das ist mir ganz wichtig zu betonen, 20, 30 Jahre bevor die Pest auch nur annäherungsweise nach Europa kam, überall werden hier die Juden zusammen mit den Leprosen, also mit den Aussätzigen, der Brunnenvergiftung bezichtigt. Vor die Pest da war. Es ist ganz wichtig, das zu realisieren. Das hat mit der Pest zunächst einmal rein gar nichts zu tun. Der Ausgangspunkt der damaligen Beschuldigungen ist sehr interessant, das zu sehen. Südfrankreich. Ne? Ich habe Ihnen noch mal hier eine Karte von Südfrankreich mitgebracht. Das ist ja doch im Grunde ein klassisches Kreuzfahrerland. Wissen Sie, wenn Sie hier auf Südfrankreich gucken, sehen Sie eine ganze Reihe von wichtigen Grafschaften, von Herzogtümern. Ganz links das Herzogtum Guyenne oder Aquitanien, lange Zeit englisch gewesen. Und in der Mitte vor allem die Grafschaft Toulouse. Ne? Toulouse. Das ist dort, wo die Katharer, ne, die Albigenser, lange Zeit ansässig waren, aber wo Graf Raimund von Toulouse auch einer der ganz großen Kreuzfahrer gewesen ist. Und dort brechen diese Beschuldigungen aus. Und von dort verbreitet sich das Gerücht über das ganze Land, über das ganze Königreich Frankreich. Selbst König Philipp der Fünfte war der Nachfolger von Philippe le Bel, von Philipp dem Schönen. Der hat ungefähr so um das Jahr 1316. 1316 regiert, soll von dieser Fama der jüdischen Brunnenvergiftung so beeindruckt gewesen sein, dass er kein Brunnenwasser mehr, sondern nur noch Wasser aus der Seine getrunken haben soll. Und dann, was passiert dann? Dann kommt es zu etwas, meine Damen und Herren, was in die Geschichtsbücher eingegangen ist unter einem Begriff, die Krise des 14. Jahrhunderts. Die Krise des 14. Jahrhunderts. Ich könnte lange und ausführlich jetzt über diese Krise reden. Ich will das nicht tun. Ich will nur ganz kurz auf dieses Buch verweisen. Das ist eines der Bücher, das mir Frau Müller in den letzten Wochen herausgesucht hat. František Graus, Pest, Geißler, Judenmorde. Es ist nicht das MGH-Exemplar natürlich, sondern es ist mein eigenes Exemplar, Frau Müller. Das ist so ein Buch, was ich im Grunde ständig brauche, was ich ständig studiere und lese. Das muss ich manchmal auch, wenn ich dort in den MGH bin, lesen. Es ist ein Standardwerk. Und der hat am meisten, am intensivsten über diese Krise geredet, der tschechische Historiker, der mährisch-jüdisch-deutsche Historiker František Graus. Ja, Hungersnöte, ne? Missernten, Naturkatastrophen, wie eben diese Heuschreckenschwärme, die hier gehäuft aufgetreten sind. Dazu dann eine allgemeine Unruhe, eine Skepsis auch an dem, was man Optimismus oder Fortschritt bezeichnen würde. Es gibt vielfältige Konzeptionen der Krise. Ich will nur einen ganz, ganz kurzen Gegenentwurf beleuchten und will sagen, dass dieser Krisenbegriff in den letzten Jahren mehr oder weniger selber in die Krise gekommen ist. Und es hat Leute gegeben, diese Krise, die mehr und mehr sagen, diese Krise hat es so umfassend überhaupt nicht gegeben, sondern sie war sehr, sehr lokal, war sehr, sehr punktuell. Und es hat ganz, ganz viele Orte, Gemeinden, Regionen in der damaligen europäischen Gesellschaft gegeben, denen ging es vergleichsweise gut. Ne? Während sozusagen in dem einen Ort eine Krise war und die Leute wenig zu essen hatten, keine Nahrung da war, ging es in einer anderen Region den Leuten relativ gut, sodass wir eigentlich nicht mehr von einer flächendeckenden Krise ausgehen. Und ich will mal ein Zitat hier bringen von
einem Historiker, den ich sehr, sehr schätze, von Herbert Müller, den ich auch schon mal in München in einer meiner Frankreich-Vorlesungen eingeladen hatte und der damals einen Vortrag über Jeanne d'Arc gehalten hatte. Der hat über diese Krise geschrieben in seiner Geschichte Frankreichs. Es gibt Historiker, für die das gesamte 14. Jahrhundert unter dem Zeichen der Krise steht. Der Siècle de Saint-Louis, also dem Zeitalter des heiligen Ludwigs, Ludwigs des Heiligen, schon nach 1314 vom Siècle des Malheurs, vom Zeitalter der Unglücksfälle, der Katastrophen abgelöst wird, eingeleitet während der Jahre 1315 bis 1317 durch drei Missernten in der Folge, die vor allem den Norden Frankreichs heimsuchten und Hungersnöte und Epidemien nach sich zogen. Diese Hungersnöte, diese Epidemien, diese Heuschreckenplagen und dergleichen, die waren damals in keiner Weise auf Frankreich beschränkt, sondern sie äußerten sich in vielen Regionen, in vielen Gebieten Europas, unter anderem auch im Heiligen Römischen Reich und ganz besonders stark in Österreich und in Böhmen. Und da ist kein Geringerer als der damalige Kaiser Karl IV., über den ich heute im Laufe des Vortrags noch das eine oder andere sagen werde, ein berühmter Mann, einer der wichtigen großen Kaisergestalten. Vielleicht haben Sie es mitbekommen, dass gerade jetzt in der wissenschaftlichen Buchgesellschaft eine Biografie von Pierre Monet, eines französischen Historikers von Pierre Monet, erschienen ist, über Karl IV. Das ist sehr, sehr sinnig, weil dieser Karl IV. Seine Jugend, seine Ausbildung in Frankreich verbracht hat und ja eigentlich französisch sozialisiert worden ist und dann nach Prag zurückkam. Der hat in seiner Autobiografie geschrieben, eine lateinische Autobiografie, aber ich lese Ihnen das Zitat jetzt mal in einer deutschen Übersetzung vor. Alsbald danach einmal unser Schwager zum Frühstück auf den folgenden Tag eingeladen hatte, riss uns ein Ritter bei Sonnenaufgang aus dem Schlaf und rief: Herr, steh auf, der jüngste Tag ist da, denn die ganze Welt ist voller Heuschrecken. Immer wieder kommen diese Heuschreckenschwärme und fressen alles kahl, nehmen den Leuten die Ernte weg und es kommt zu Krisen, zu Hungersnöten und zu Katastrophen. Was trägt in dieser Lage, meine Damen und Herren, ganz enorm zum Bild einer allgemeinen Krise bei? Etwas sehr, sehr Wichtiges, etwas, was František Raus in seiner großen Monographie auch mehrfach thematisiert hat. Diese Monographie heißt ja Pest, Geißler, Judenmorde, nämlich das Auftreten der Geißler, sogenannte Flagellanten, also einer radikalen religiösen Bußbewegung. Es hat nichts mit der Kirche zu tun. Das sind keine Priester, das sind keine kirchlich sozialisierten Menschen, eine Laienbewegung, die sich selbst geißelnd, also selbstschlagend, das Ende der Pestkatastrophe zu beschwören sucht. Und auch da muss man sagen, dass diese Geißlerbewegung lange, lange vorher schon zu lokalisieren ist, bevor es die Pest gegeben hat. Bereits um 1260 kommt es zum ersten Auftreten der Flagellanten in Perugia in Italien. Und um 1350 hat diese Bewegung einen Schwerpunkt in Deutschland. Es ist also wirklich ganz ausgeprägt eine deutsche Geschichte, diese Geißlerbewegung, eine radikale Laienfrömmigkeit, die in Deutschland ihr Zentrum hat. Und von hier aus, von Deutschland aus, kommt es zu einem Überschwappen dieser Geißlerbewegung nach Frankreich, vor allem in die Picardie, also in den Norden, in den Nordosten Frankreichs. Also Picardie ist die Region so etwa zwischen Calais und Lille, so im Nordosten Frankreichs. In Deutschland wie in Frankreich ist die Bewegung der Geißler ganz, ganz stark antiklerikal. Also sie wendet sich gegen die Amtskirche, gegen den Papst und gegen die Helfer und Helfershelfer des Papstes. Und diese Geißlerbewegung stellt eine ganz enorme Herausforderung der Geistlichkeit, der Amtskirche dar. Die Flagellanten ernennen sich selbst zum Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und das ist natürlich eine ganz enorme Herausforderung der Amtskirche, wenn sozusagen den Priestern dieser exklusive Mittlerstatus abgesprochen wird. Und es kommt dann um 1350 zu einem Verbot, zu einem offiziellen kirchlichen Verbot dieser Geißlerbewegung. Und sie werden ganz offiziell als Heretiker, als Ketzer bezeichnet und verurteilt. Es ist eine hochinteressante Geschichte mit diesen Geißlern. Das kann ich jetzt nicht schwerpunktmäßig vertiefen. Ich will nur ganz kurz noch sagen: barfuß mit Sacktuch begleitet, die Häupter mit Asche bestreut, weinend, betend
oftmals mit zerrauften Haaren Kerzen und Reliquien tragen, Reliquien, die sie sicherlich aus irgendwelchen Kirchen gestohlen, entwendet hatten, manchmal mit dem Henkerstrick sogar um den Hals gelegt, sich ohne Unterlass geißeln, das heißt sich auspeitschend, so ziehen sie durch die Straßen. Wie ich vorhin schon einmal sagte, ich will das nochmal ganz stark betont, handelt es sich letztlich um eine radikale Form der christlichen Religiosität. Ganz kurz noch, was die Frauen angeht. Das ist umstritten in der Forschung, die Beteiligung von Frauen. Ganz offensichtlich war, dass Frauen durften, zumindest anfangs, in Gruppen die Züge in getrennter Formation begleiten. Mehrfach bezeugt es jedenfalls, wenn eine Frau oder ein Priester in den Kreis der Büßer tritt, in den Kreis dieser Geißlerzüge tritt, galt die Buße als wertlos und musste wiederholt werden. Offensichtlich bildeten sie, wenn sie dabei waren, Frauen meistens den Schluss einer solchen Bußprozession. Das ganz kurz zur allgemeinen Krisenstimmung. Und jetzt will ich im zweiten Punkt meines Vortrags reden, über die Pestkatastrophe ab 1348 in Europa. Das ist etwas sehr, sehr Interessantes, sehr, sehr Spannendes, weil wir natürlich jetzt in unserer Zeit der Pandemie vieles schon mal gehört zu haben glauben oder vieles hier tagtäglich in den Medien, im Fernsehen, in den Zeitungen vorgeführt bekommen. Was weiß man über die Herkunft des Erregers? Die Krankheit kam, wie wir heute doch sehr genau rekonstruieren können, aus Zentralasien. Sie hatte in den frühen 40er Jahren des 14. Jahrhunderts dort ganze Landstriche regelrecht entvölkert. Ich habe Ihnen mal hier aus dem großen Atlas des Bayerischen Schulbuchverlags diese Karte von Zentralasien mitgebracht. Diese Pfeile, die dort runtergehen, die haben nichts mit der Pest oder so zu tun. Die beziehen sich auf die Ausdehnung des Reiches der Mongolen in den chinesischen Raum hinein. Wissen Sie, das Mongolenreich mit Chinggis Khan und mit den berühmten Herrschern, die so ab 1230 dort regiert haben, das war ja doch das Reich der Stunde. Es ist ein Weltreich im Grunde, das die Mongolen damals begründet haben. Und sie haben eben auch versucht, ganz, ganz stark in die im engeren Sinne chinesischen Gebiete vorzudringen. Also aus Zentralasien kam die Krankheit und die Ausbreitung der Krankheit erfolgte dann doch relativ schnell. Sie erfolgte von Asien aus über das heutige Russland bzw. die Ukraine. Und das waren Regionen, die damals in den Händen der Mongolen bzw. der Tataren, das ist ja im Grunde ein und derselbe Begriff, in den Händen der Tataren waren. Über die Krim, Sie sehen hier eine Detailaufnahme oder einen Ausschnitt, das habe ich eingescannt aus dem Atlas, des Schwarzen Meeres und der Halbinsel Krim mit dem Asowschen Meer. Das ist dieses Binnenmeer hier nördlich des Schwarzen Meeres. Und dort sehen Sie die Stadt Kaffa. Das grün eingefärbte Gebiet, das sind europäische Niederlassungen dort, das sind konkret Gebiete der Genuesen. Ne? Die Stadt Genua hatte dort Handelsniederlassungen und dort liegt die Stadt Kaffa und die spielt jetzt eine ganz wichtige Rolle. Wie kam diese Pest von den Tataren nach Kaffa? Ich habe jahrelang in meinen Vorlesungen, und Herr Strobel wird sich möglicherweise daran erinnern können, immer wieder erzählt, dass angeblich im Rahmen einer Belagerung dieser Stadt Kaffa durch die Mongolen mit Steinschleudern, mit Bliden, Leichen oder Pestkranke in die Stadt Kaffa hineingeschleudert haben. Das hat berichtet ein genuesischer Augenzeuge. Jetzt ist im Rahmen einer neuen Erforschung dieser Pestepidemie, dieser Pestkatastrophe, die Meinung geäußert worden von einem sehr, sehr ernstzunehmenden Wissenschaftler, dass es im Grunde eine literarische Stilisierung ist und dass wir gar nicht genau sagen können, wie die Ansteckung in Kaffa erfolgt ist. Also möglicherweise müssen wir uns verabschieden von dieser Erzählung, dass die Tataren, die bereits selber teilweise infiziert waren, ihre Pestkranken und Toten in die Stadt mit Steinschleudern, mit Bliden hineingefeuert haben. Aber in irgendeiner Weise muss die Pest nach Kaffa gekommen sein und von Kaffa aus geht's los. Sie sehen hier die Karte, zeigt uns doch sehr, sehr deutlich die Verbreitung dann dieser Epidemie von Kaffa aus, was ja eine Handelsstadt war, eine Handelskolonie der Genuesen und vieler anderer italienischer Handelsstädte wie etwa Pisa oder Florenz oder Messina. Wir wissen ganz genau, was hier passiert ist. Zunächst einmal war Konstantinopel dran. Konstantinopel ist die Pest bereits im Jahre 1347. Ebenfalls sehr, sehr schnell. Das ist die erste im engeren Sinne europäische Stadt, obwohl Konstantinopel natürlich auch in Europa liegt, selbstverständlich sogar im geografischen Sinne. Und in Messina ist die Pest dann angekommen, 1347, in Genua auch relativ schnell.
ab 1347 bis 49 dann in Venedig. Das sind ja die ganz prominenten Hafen- und Handelsstädte. Und in Italien war ganz besonders schwer betroffen, eine der bevölkerungsreichsten Städte Italiens damals überhaupt, nämlich Florenz. Ich habe Ihnen mal ein Bild hier von Florenz mitgebracht. Das ist der berühmte Plan von Francesco Rosselli. Das ist schon das Florenz sozusagen der Renaissance, der Hochrenaissance um das Jahr 1490. Eine Stadt, die sich bereits von diesem tiefen Einschnitt der Pestepidemie erholt hat. Eine Kunststadt, eine Stadt des Kapitals, der Finanzen und der Geistigkeit, der lichtvollen Geistigkeit. Natürlich 1490 auch schon fast kurz vor Savonarola und vor einem Rollback sozusagen in die extreme christliche Religiosität stehend. Aber Florenz hatte etwa so 1350 etwa 30.000 bis 40.000 Einwohner, ne, eine Megalopolis für die damalige Zeit. Und was hier passiert ist damals in Florenz, das kann man an einem der berühmtesten Texte der damaligen Zeit überhaupt lesen. Im Grunde ein Augenzeugenbericht, nämlich Giovanni Boccaccio im Dekameron. Das ist ja doch eine Geschichte von Flüchtlingen aus der Stadt Florenz, die sich also in eine Villa des Umlandes hier geflüchtet haben und sich dort, um sich die Zeit zu vertreiben, ihre Geschichten erzählt haben. Im Grunde der Vorreiter aller Novellensammlungen der europäischen Literatur. Ebenfalls stark betroffen lässt sich auch leicht erklären, warum Marseille, auch eine Hafenstadt, eine Handelsstadt. Und von Marseille her kommend fraß sich die Seuche durch das Rhonetal aufwärts und ins Languedoc, also in den Südwesten Frankreichs. Im Rhonetal liegt die Stadt Avignon. Ne, Avignon, das wissen Sie sicherlich, das war die damalige Papstresidenz mit der Residenz, dem Aufenthaltsort des Papstes in der damaligen Zeit, die ja aus Italien flüchten mussten und sich in den Schutz oder zumindest in die Nähe des französischen Königs bewegen mussten. Und der Leibarzt des Papstes, ein berühmter Mann, Guy de Chauliac, von dem viel in der Rede ist, in der Literatur der damaligen Zeit ordnete an, der Papst solle auch in der sommerlichen Hitze Avignons stets zwischen zwei großen Feuer sitzen inmitten seiner Gemächer. So hat der Papst damals diese Epidemie überstanden, obwohl Avignon auch ganz, ganz schwer davon betroffen war. In Avignon reichten die Friedhöfe bereits nach kurzer Zeit nicht aus und im Grunde wurde die gesamte Stadt zu 80, 90% entvölkert durch die Pestkatastrophe. Ganz kurz nur noch mal zur Pestkatastrophe im medizinisch-naturwissenschaftlichen Sinne. Welches Bakterium ruft die Krankheit hervor? Wir wissen das heute sehr, sehr genau, denn es hat diese Pestkatastrophen ja dann immer wieder gegeben im Laufe der Geschichte. Es gab es natürlich auch vorher schon. Sie wissen vielleicht, in der justinianischen Zeit, in der Spätantike, hat es ebenfalls eine so große Epidemie gegeben. Aber im späten 19. Jahrhundert eben auch nochmal ist die Pest in China ausgebrochen und da hat ein französischer Naturwissenschaftler namens Alexandre Yersin das ganz genau erforscht mit allen Möglichkeiten der Naturwissenschaften der damaligen Zeit. Und nach ihm ist dieses Bakterium Yersinia pestis benannt worden. Yersinia pestis, also ein Bakterium, kein Virus in dem Sinne, wie wir das heute bei unserer Corona-Epidemie haben, sondern ein Bakterium. Überträger ist ein Floh. Überträger dieses Bakteriums ist ein Floh. Und der ideale Wirt dieses Bakteriums ist die Ratte, die durch den Biss des Rattenflohs infiziert wird. Und wir können das ebenfalls sehr, sehr gut rekonstruieren. Es gibt da ganz grundsätzliche gute Forschung von dem Medizinhistoriker Klaus Bergtold, auf den ich mich hier auch ganz stark stütze. Klaus Bergtold zufolge ist es so, dass befällt das Bakterium nicht nur die Wander, sondern die Hausratte, die mit dem Menschen zusammenlebt, dann ist die Katastrophe da. Und genau das ist in der damaligen Zeit passiert. Welche Auswirkungen, meine Damen und Herren, hatte die Pestkatastrophe von 1348 bis 51? Sie sehen hier schon, wir werden jetzt langsam schon Corona-müde nach etwas mehr als einem Jahr. Überlegen, gucken sich diese Zeit mal an, 48 bis 51. Das sind vier, gut, ist eine ganz andere Zeit, eine ganz andere Dimension, aber es sind vier harte Jahre, in denen die Pest damals wütete und sie kam relativ schnell wieder zurück auch noch. Ne? Ich will jetzt nicht zu schwarz malen und zu pessimistisch sein, aber es sind noch mal ganz andere Dimensionen. Aber wenn Sie die Auswirkungen der Pestkatastrophe bedenken, dann können Sie sich vorstellen, was damals los war. Nach Wolfgang Reinhardt, einem berühmten Freiburger Frühneuzeithistoriker, der viele großartige Werke geschrieben hat und entsprechend ausgezeichnet worden ist, in Relation mit der Gesamtbevölkerung Europas war die Pestkatastrophe ein größerer Menschenverlust als der Zweite Weltkrieg.
Reinhard hat geschrieben, für den Zweiten Weltkrieg verzeichnen wir circa 60 Millionen Opfer. Das ist nun, weiß Gott, auch viel genug, inklusive der Judenvernichtung. Man sagt ja immer Judenvernichtung, 6 Millionen allein, 60 Millionen inklusive der 6 Millionen der vernichteten Juden. Das entspricht ungefähr 5% der damaligen europäischen Bevölkerung. Der Schwarze Tod 47 bis 51 hingegen raffte circa 20 Millionen Europäer dahin, also etwa ein Drittel bis die Hälfte. Wir können es natürlich nur schätzen, es ist selbstverständlich nichts anderes möglich, aber es war etwa ein Drittel bis die Hälfte der gesamten damaligen europäischen Bevölkerung. Und dann kommt nach 51, 10 Jahre später, das alles nochmal zurück, ne? Vor allen Dingen in Frankreich und in England, ne? Der Begriff der zweiten Welle, ne, ist etwas, was wir, heute haben wir die dritte Welle und manche reden auch schon von der vierten Welle der Corona-Epidemie. Hier hat man bei der Pest ungefähr 10 Jahre, nachdem das Ganze da war, eine zweite Welle. 12 Jahre nach dem Verschwinden des Schwarzen Todes tauchen die gefürchteten Schwellungen wieder auf und sie bringen noch einmal, wie es in den zeitgenössischen Chroniken heißt, eine große Ernte des schnellen Todes. Wir wissen, dass die zweite Frau des damaligen französischen Königs Johann II. Im September 1360, noch vor dem großen Ausbruch der zweiten Welle, auch gestorben ist. Pestis Secunda, ne, die zweite Pest, so wird sie in der Quellensprache der Zeit genannt. Und sie wird manchmal auch genannt das große Sterben der Kinder. Und sie fordert einen ganz besonders hohen Zoll unter den Jungen, die den ersten Ausbruch nicht mehr erlebt haben und von daher nicht immun sind, wie wir vermuten können. Und weitere Wellen dieser Pestkatastrophe werden im 14. Jahrhundert und auch im 15. Jahrhundert noch folgen. Das ist also etwas, was dann die Geschichte Europas eigentlich begleitet, bis in die frühe Neuzeit hinein, bis ins England des 17. Jahrhunderts. Eine besondere Dreierkonstellation aus Saturn, Jupiter und Mars, die am 20. März 1345 in einen 40-Grad-Winkel zu Aquarius getreten sei. Das war das Erklärungsmodell der Universität Paris zur Entstehung der Seuche. Universität Paris, nun weiß Gott keine Dummköpfe, aber sie liefern diese Erklärung ab. Und inmitten dieser allgemeinen Ratlosigkeit greift jetzt erneut das Motiv des jüdischen Sündenbocks in Gestalt des Vorwurfs der Brunnenvergiftung. Ganz wichtig ist, dass wir jetzt an das anschließen können, was wir vorhin gerade schon gehört haben, dass dieses Motiv der Brunnenvergiftung schon mal da war, ohne die Pest, etwa so um das Jahr 1320 ist es schon mal da gewesen. Ich habe hier mal hier als Beispiel für einen mittelalterlichen Brunnen einfach einen x-beliebigen mitgebracht, Beeston Castle, circa 150 Meter tief, einer der tiefsten mittelalterlichen Brunnen Englands. Aber das war natürlich, wie in diesem, so in vielen anderen Fällen, etwas ganz, ganz Wesentliches für die Trinkwasserversorgung der Menschen. Und jetzt kommt es zum großen, ja, zu den großen Auswirkungen dieser Pestkatastrophe auf die jüdischen Gemeinden Europas und auf das eigentliche Thema meines Vortrags. Ja, was soll man dazu sagen, meine Damen und Herren? Sie kennen die Vorwürfe, die es schon gegeben hat. Immer dann, wenn man sich Dinge nicht erklären konnte, immer dann, wenn es Tote gegeben hat oder wenn man einfach so Ärger suchte, sagte man, die Juden waren es, die Juden waren schuld. Es hat diesen Vorwurf des Hostienfrevels gegeben. Es hat den Vorwurf des jüdischen Ritualmords an den christlichen Knaben gegeben. Wir haben ja letzte Woche schon davon gesprochen. Und jetzt kommt noch etwas hinzu, was in meinen Augen ganz besonders ekelerregend und abgeschmackt ist, nämlich jetzt kommt das Bild von der Judensau dazu. Ein besonders beleidigendes Zerrbild habe ich hier oben geschrieben, nämlich den Juden in Verbindung mit einem Schwein zu bringen. Das ist natürlich deswegen ganz besonders infam, weil den Juden aufgrund also ihrer bestimmten Speisevorschriften der Verzehr von Schweinefleisch im strengen Sinne nicht erlaubt ist. Und das Interessante ist, dass dieses Bild der Judensau erscheint offenbar nur in Deutschland und wird im Laufe der Jahrhunderte immer obszöner ausgestaltet. Ich habe mal hier ein Beispiel mitgebracht von einem Chorgestühl in Köln, im Kölner Dom. Hier sehen Sie, wie zwei Juden kippen einen Trog auskippen, aus dem ein totes Schwein und tote Ferkel fallen. Und hier etwas, was in Bayern ganz besonders naheliegend ist zu erwähnen. Am Ostpfeiler des Regensburger Doms die Darstellung einer Judensau aus dem 14. Jahrhundert, ne, am Regensburger Dom. Diese ganze Geschichte ist natürlich mittlerweile, wie Sie sich vorstellen können oder sicherlich auch schon mitbekommen haben, hochgradig umstritten.
Es hat also immer wieder auch Kommissionen gegeben, die sich für die Entfernung dieser Judensäue bei den christlichen Kirchen aussprechen. Man hat jetzt in Regensburg auch nochmal darüber diskutiert und man lässt es wohl jetzt hängen. Ich persönlich, das ist natürlich jetzt meine Meinung, halte das für vollkommen richtig. Ich bin kein Anhänger der sogenannten Cancel Culture. Man sollte schon dazu stehen, aber man hat es natürlich auch mit einem erklärenden Hinweis, mit einer Tafel versehen. Und ich finde schon, dass das stehen bleiben sollte. Aber das radikalisiert sich mehr und mehr. Das wird sozusagen immer obszöner. Schauen Sie mal hier die Darstellung einer Judensau aus dem Deutschland des 16. Jahrhunderts. Das ist also fast an Obszönität kaum mehr zu überbieten. Hier sehen Sie, wie die Juden hier unten an den Zitzen dieser Sau hängen und sich hier verköstigen. Also wirklich eine ekelerregende, abgeschmackte Propaganda. Ein Teil der Geschichte einer Radikalisierung, einer Verschärfung der Lage der Juden im späten Mittelalter. Wo taucht jetzt im Rahmen der Pestkatastrophe, meine Damen und Herren, die Fabel von einer jüdischen Brunnenvergiftung erstmals auf? Auch hier ist es so, Entschuldigung, auch hier ist es so, dass wir den Blick nach Frankreich, nach Südfrankreich richten müssen. Hier gibt es bereits im Frühjahr 1348, also die Pest war gerade da, die ersten Lynchmorde an den Juden. Pest war gerade da, geschehen in Narbonne und Carcassonne. Also Carcassonne ist ein Ort, den bestimmt viele von Ihnen kennen. Das ist ja eine der großartigsten Festungen dort in dieser Gegend. Juden werden hier in diesen Städten Narbonne und in Carcassonne aus ihren Häusern gezerrt und auf Scheiterhaufen geworfen. Und hier ist 1348 erstmals im Umfeld der Pest ganz konkret nachweisbar der Vorwurf der Brunnenvergiftung, der Vorwurf der jüdischen Brunnenvergiftung. Die Ausschreitungen, die im Gefolge dieses Vorwurfs kommen, sind im südfranzösischen Raum so heftig, dass noch 1348 Papst Clemens VI. Verbietet in einer Bulle, Juden ohne Gerichtsverfahren zu töten, auszuplündern oder gewaltsam zu bekehren. Damit ist es so, dass zwar Übergriffe in Avignon und im Cotentin-Vénissin, der Cotentin-Vénissin ist die Region und um Avignon herum, aber nicht im Norden eingedämmt werden. Und jetzt haben wir die sehr, sehr interessante Situation, dass diese Pogrome überschwappen auf die andere Seite des Rheins. Also sie entstehen in Frankreich, namentlich im Südwesten Frankreichs, und ziehen sich dann wie so eine Walze durch Frankreich weiter in den Nordosten. Und die erste deutsche Stadt, deutschsprachige Stadt, die sie erreichen, also heute liegt es in der Schweiz, aber es war damals natürlich eine Stadt des Heiligen Römischen Reiches, ist Basel. Da wissen wir ganz genau, was passiert ist, weil Basel eine relativ gut funktionierende Chronistik, eine Geschichtsschreibung besitzt. Die gesamte jüdische Gemeinde der Stadt Basel, von einigen hundert Köpfen, es werden so 200, 300 gewesen sein. Wir haben ja letzte Woche gehört, dass man die Größe der Judengemeinden niemals allzu hoch veranschlagen sollte. Selbst in großen Städten, in Handelsstädten, wie zum Beispiel Basel. Basel ist natürlich eine Metropole des Handels, ne? Selbst dort haben nie allzu viele Juden gewohnt. Von einigen hundert Köpfen wird in einem eigens für diesen Zweck aufgestellten Holzhaus auf einer Rheininsel verbrannt. Holzhaus auf einer Rheininsel werden die Juden verbrannt. Und jetzt geht es weiter. Wenige Wochen später, am 14. Februar 1349, noch bevor die Pest die Stadt überhaupt erreicht, werden die Juden von Straßburg, etwa 2000 Juden, so Straßburg war eine der größten Städte im damaligen Heiligen Römischen Reich, eine reiche Stadt, eine wichtige Stadt, eine absolute, ja, ein ökonomischer Leader, muss ich mal sagen. Das kann man kaum hoch genug ansetzen, die Bedeutung Straßburgs damals im Heiligen Römischen Reich. Dort haben immerhin 2000 Juden gelebt. 2000 Juden, sie werden auf den Friedhof geführt und an Pfählen verbrannt. Und in Straßburg haben wir ebenfalls, wie in Basel, eine sehr, sehr gute, eine sehr, sehr ausführlich erzählende Chronistik. Und wir wissen auch hier relativ genau, was hier passiert ist. Aufgrund verschiedener Berichte über die Brunnenvergiftung der Juden lässt der Straßburger Rat gegen die Juden ermitteln und auch einige als Übeltäter hinrichten. Aber, jetzt ist etwas sehr, sehr Interessantes hier zu vermerken, mit dem Hinweis auf die Schutzprivilegien der Juden, das haben wir ja letzte Woche gehört, die Juden waren die Kammerknechte des Königs und des Kaisers, sie standen unter dem Schutz des Kaisers, lehnt es der Rat der Stadt Straßburg zunächst einmal ab, die Juden einfach summarisch abschlachten zu lassen. Der Rat der Stadt Straßburg stellt sich in einem
in einer ersten Phase dieser ganzen Unruhen vor, schützen vor die Juden. Jetzt ist es jetzt doch so, dass angefacht von einigen Rittern und Patriziern, also von Stadtadligen oder von Adligen aus dem Umland der Stadt, die Besitzungen in der Stadt selber hatten, und von Patriziern und vor allen Dingen mit Hilfe der Fleischerzunft die Verbrennung der Juden erzwungen wird. Ich muss dazu sagen, dass die Stadt Straßburg damals bereits eine ganz stark zünftisch beherrschte Stadt war. Es war eine Stadt der Zünfte. Die Zünfte hatten hier eine enorme Bedeutung und die Zünfte geben im Grunde den Ton an. Es gab hier natürlich Parteiungen im Rat der Stadt, aber die Zünfte hatten hier weitgehend das Sagen und mit Hilfe der Fleischerzunft wird die Verbrennung der Juden erzwungen. Fand ich sehr graus. Ich habe das noch vor kurzem nachgelesen, als ich mich jetzt für diesen Vortrag nochmal vorbereitet habe. Redet regelrecht von einer Schmierenkomödie, die hier im Stadtrat stattgefunden hat. Also die Zünfte haben appelliert, an den Rat als Ganzes gegen die Juden vorzugehen. Man hat sich sozusagen dann von der Fleischerzunft überzeugen lassen und tat das dann auch. Der Massenmord, der dann in Straßburg geschah, war sorgfältig geplant und vorbereitet. František Graus redet von Massenmord, aber ich nehme diesen Terminus absolut auf. Das ist Massenmord gewesen. Man gaukelt nämlich den Opfern regelrecht vor, sie würden aus der Stadt vertrieben. Ja. Man sagt ihnen nicht, was man ihnen vorhatte, sondern man sagt, wir bringen euch in Sicherheit. Ihr müsst zwar die Stadt verlassen, aber ihr seid sozusagen ungefährdet, was euer Leben angeht. Und auf dem Weg ins vermeintliche Exil werden die Juden zunächst ausgeraubt. Man raubt ihnen die komplette Habe, vor allen Dingen natürlich das Geld. Und dann am 14. Februar 1349 in einem eigens dafür vorbereiteten Haus werden die Juden verbrannt. Und das Bargeld der Ermordeten wird vom Rat nach Proporz, also anteilig, ne, die Zunft hat so viel bekommen, die andere Zunft so viel, unter die Zünfte verteilt. Und dieser Erfolg spornt die Stadt Straßburg an, andere Städte in der Region zum Judenbrennen zu zwingen. Also ein abrupter Richtungswechsel, der hier in der Stadt Straßburg stattgefunden hat, der einen ganz, ganz schrecklichen Ausgang für die Juden genommen hat. Was erreicht damit, meine Damen und Herren, endgültig das Reich? Es erreicht das Reich die größte Pogromwelle des Mittelalters überhaupt. Und eine Welle, die einen fast sprachlos macht, wenn wir die Dimensionen dieser Welle, dieser Pogromwelle bedenken. Das waren keine punktuellen Ausschreitungen mehr, sondern das war ein flächendeckender Pogrom. Diese Welle wälzt sich von Süden nach Norden durch das Reich. Von Süden nach Norden, Basel, Straßburg, wir haben es ja gerade gesehen. Und es geht jetzt weiter, Frankfurt, Erfurt. Und es wurde alles, alle jüdischen Gemeinden wurden heimgesucht. Verschont wurden nur ganz, ganz wenige Regionen, merkwürdigerweise nur Böhmen, Österreich und von den größeren Reichsstädten überhaupt nur Regensburg. Regensburger Gemeinde, das ist die Gemeinde, mit der sich also ganz besonders in den letzten Jahren Frau Professor Eva Haferkamp natürlich auseinandergesetzt hat und ganz grundlegende Forschung beigesteuert hat. Die bleibt lange Zeit ungefährdet. Es soll schon in der Zeit Friedrichs III. Dann der Versuch gemacht werden, die Juden dort zu vertreiben. Aber erst sozusagen mit dem Ende Maximilians 1519 werden die Juden dort vertrieben. Man beschuldigt überall, die Juden seien die eigentlichen Urheber der Pest gewesen. Der Grund für die Pest sei, das hörte man damals immer wieder, eine weltweite, nämlich im damaligen Umfang der Welt. Es versteht sich ja von selbst, dass da noch nicht die Rede sein konnte von Amerika oder so, sondern die Welt war der Orbis Christianus. Das war Europa und Nordafrika und Asien. Das ist die Welt damals. Eine weltweite Verschwörung der Juden. Und es wurde den Juden vorgeworfen, eine systematische Vergiftung der Brunnen. Das war der Vorwurf, der damals kursierte. Was ist, meine Damen und Herren, die große Besonderheit dieser mächtigsten Pogromwelle des Mittelalters? Sehr, sehr interessant, auf was wir hier stoßen. Eine religiöse Begründung fehlt völlig. Nirgends ist eine Verbindung mit den üblichen antijüdischen Erzählungen des Mittelalters festzustellen, wie etwa beim Ritualmord oder beim Hostienfrevel. Wissen Sie, beim Ritualmord hat man immer gesagt, die Juden brauchen das Blut dieser christlichen Gnaden für ihre eigenen perversen religiösen Zwecke. Beim Hostienfrevel hat man ihnen vorgeworfen, sie stehlen die Hostie, um den Leib Christi noch einmal zu Martern noch einmal zu durchstechen. Das alles sind ja religiöse Motive. Aber hier bei den Judenpogromen im Umfeld der Pest fehlt diese religiöse Begründung völlig.
Und etwas anderes, sehr, sehr Wichtiges, etwas anderes, was diese Pogrome auch in einem großen Gegensatz zu Ritualmordpogromen und zu Pogromen im Umfeld des Hostienfrevels stellt: In keinem Fall ist eine Initiative des lokalen Klerus nachweisbar. Der lokale Klerus spielte keine Rolle und es spielen direkt eigentlich auch Geißler keine Rolle. Geißler sind eine Begleiterscheinung der Pestkatastrophe, aber es gibt hier keinen direkten Zusammenhang zwischen den Geißlern und den Judenmorden. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Wir sind jetzt aber, meine Damen und Herren, die Verursacher der damaligen Verfolgungen und Vernichtungen der Juden im Reich. Und das ist jetzt etwas ganz, ganz Erschreckendes, auf was wir hier stoßen. Wie wir heute ziemlich genau wissen, es waren weniger hysterische, aufgebrachte Massen, also nicht das, was wir im Umfeld etwa des ersten Kreuzzuges in Speyer, Mainz und Worms erlebt haben. Also sozusagen diese Leute, die im Gefolge dieser christlichen Hassprediger wie Peter von Amiens durchs Reich zogen. Es waren hier überhaupt nicht diese Massen. Hinter den Verfolgungen stehen vielmehr sehr genau namhaft zu machende Obrigkeiten und Oberschichten. Nämlich diese drei Kategorien von Personengruppen sind jetzt hier zu nennen: Stadträte, offizielle Stadträte, also ins Amt gewählte Stadträte, die das Morden ganz gezielt durch gerichtliche Verfahren zu vertuschen suchten, Adlige, die ein Pogrom regelrecht befohlen haben, oder hochstehende Bürger, die nun ihre Chance gekommen sehen, von ihren lästigen Schulden bei den Juden loszukommen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das hier begreifen, dass wir das hier fokussieren. Es war keine chaotische Bewegung, in der der eine den und der andere den totgeschlagen hat, sondern es waren, ich würde wirklich die Formulierung wagen, es waren ganz gezielte Auftragsmorde. Das waren Auftragsmorde und systematisch geplante Massenmorde, auf die wir hier stoßen. Wie ist jetzt die Rolle des römisch-deutschen Königs Karls IV. Zu bewerten, ne, den Schutzherrn der Juden? Ne? Wir hatten das ja letzte Woche sehr intensiv erörtert. Karl IV., den wir hier nochmal in groß in diesem Bild sehen, was auf der Burg Karlstein im kleinen Turm angebracht wurde, Nikolaus Wurmser zugeschrieben, 1361, 62 wohl entstanden. Vielleicht haben Sie es bei einem Besuch von Burg Karlstein auch schon mal im Original gesehen. Römisch-deutscher König seit 1346 und Kaiser seit 1355. Eigentlich ein sehr, sehr hoch angesehener Mann. Ne? Er besitzt ein sehr, sehr positives Image, dieser Karl IV., weil er jemand war, der in diesem doch etwas chaotischen Reich des Heiligen Römischen Reich im späten Mittelalter durch die Zentralisierung der Staatsgewalt in Böhmen doch eine gewisse Ordnung reingebracht hat. Wie sieht es jetzt mit der Schutzfunktion dieses Kaisers in Bezug auf die Juden aus? Es ist dem Karl IV. Leider Gottes ein so gut wie einhellig negatives Urteil zu bescheinigen, bei aller Verpflichtung des Historikers zur Neutralität. Ich will noch mal ganz kurz rekapitulieren, dass als römisch-deutscher König Karl IV. Eigentlich zum Judenschutz verpflichtet gewesen wäre. Seit Karl dem Großen, seit Ludwig dem Frommen standen die Juden unter dem königlichen Schutz als Kammerknechte des Königs und waren dementsprechend seit der Stauferzeit privilegiert, haben wir letzte Woche schon gehört. Sie genossen königlichen Beistand und Schutz. Karl IV. Jedoch hat den Juden nicht nur den rechtlichen Beistand entzogen, er wurde selbst teilweise zum Nutznießer dieser ganzen Exzesse. Und Michael Toch, ich habe letzte Woche schon mal sein Buch hier in die Kamera gehalten über die Juden im Mittelalterlichen Reich. Ich habe mit diesem Buch auch für diesen Vortrag wiederum viel und intensiv gearbeitet. Michael Toch spricht sogar von Karl als wörtliches Zitat Toch, heimlichen Komplizen, ja vom Mittäter an diesen Judenvernichtungen im Umfeld der Pestkatastrophe im Reich. Besonders aufschlussreich in diesem Zusammenhang ist der Blick nach Nürnberg, ne, in die berühmte Stadt Nürnberg. Wir sehen hier das Panorama aus der Schädelschen Weltchronik. Was könnte man da nicht alles sagen? Es ist eine der größten Städte im damaligen Reich gewesen, etwa 15.000 Einwohner in der damaligen Zeit mit der berühmten Burg, die jetzt nicht zur Stadt damals noch nicht gehörte, sondern den Nürnberger Burggrafen gehörte und den beiden Pfarrkirchen St. Sebald und Lorenz mit dem Mauerring und der berühmten Mühle des Ullmann Stromer vor den Toren der Mauer und, und. Eine reiche Stadt, eine wichtige Stadt,
wie man damals gesagt hat, das Auge und das Ohr des Reiches, weil so viele Informationen damals nach Nürnberg gekommen sind. Eine Stadt, in der man also auch ausgesprochen aufgeschlossen war gegenüber geistigen Strömungen. Eine Stadt, in der auch der Humanismus dann im 16., 15., 16. Jahrhundert zu Hause war. Reichsstadt seit 1219 und. Und eine Stadt auch mit einer doch sehr, sehr großen Judengemeinde. Und was passiert jetzt hier mit den Nürnberger Juden? Welche zwei Dimensionen der Komplizen- oder Mittäterschaft Kaiser Karls des Vierten sollte man hier unterscheiden, wenn es um die Nürnberger Juden geht? Auf der einen Seite die alles in allem noch zeitübliche Gewährung von Amnestien, die Vergabe von Nachlässen erschlagener Juden und die Sanktionierung von Fällen räuberischer Aneignung jüdischen Eigentums. Auf der anderen Seite, und das ist in meinen Augen das eigentlich Skandalöse am Verhalten Karls des Vierten: Karl der Vierte hat Urkunden ausgestellt, in denen er, wörtliches Zitat aus diesen Urkunden, bereits im Vorgriff auf künftigen Totschlag ergangene Nachlassverfügungen ausgestellt hat. Ne? Noch bevor das Morden begonnen hat, hat er in Urkunden Leute freigesprochen von diesen Morden und hat den Bürgern die Aussicht geboten, das Erbe dieser erschlagenen Juden anzutreten. Das ist eine neue Dimension. Das hat es vorher nicht gegeben. Und es sind ganz konkret vier in Frankfurt ausgestellte Urkunden, in Frankfurt am Main ausgestellte Urkunden Karls des Vierten vom 23., vom 25., 27. und 28. Juni 1349, die verfügen über jüdischen Besitz in den Reichsstädten Nürnberg, Rothenburg, Ob der Tauber und Frankfurt am Main. Und zwar dezidiert für den Fall, dass, wörtliches Zitat, also das lateinische Urkunde, aber ich habe es jetzt in Deutsch übersetzt, dass die Juden da selbst nächstens erschlagen würden. Also er rechnete mit den Pogromen und verfügt den Leuten, den christlichen Bürgern dieser Städte, dass sie dort in den Besitz dieser Juden, in den jüdischen Besitz kommen können, straflos. Das ist eine neue Dimension. Und dem von ihm in Nürnberg eingesetzten Stadtrat erlaubte Karl der Vierte, Judenhäuser und eine Synagoge in der Stadt einzureißen. Und das war circa 50 Jahre, nachdem schon einmal eine Vernichtungswelle über die jüdische Gemeinde der Stadt hinweggegangen war, faktisch das Todesurteil für fast 600 Nürnberger Juden. Eine große Gemeinde, fast 600 Juden haben hier in Nürnberg gelebt. Und dieses fürchterliche Morden findet im Dezember, ganz konkret am 5. Dezember 1349, statt. Und das Nürnberger Judenviertel wird bei dieser Gelegenheit komplett zerstört. Die noch überlebenden jüdischen Bewohner werden vertrieben. Und das Antlitz der Stadt ändert sich. Ich habe Ihnen mal hier eine Karte Nürnbergs vor der Zerstörung des Zweiten Weltkriegs mitgebracht. Dort, wo einstmals jüdische Häuser standen, entsteht nun der Haupt- und der Obstmarkt. Ich will jetzt nochmal hier auf diese Vergrößerung zeigen. Die Karte, der Pfeilzeiger, zeigt hier auf die Frauenkirche, ne, auf die berühmte Nürnberger Frauenkirche. Das war der ehemalige Ort der Synagoge, ne? Und direkt daneben auf dem Hauptmarkt, das war das ehemalige Judenviertel. Dort standen die jüdischen Häuser, die hat man damals zerstört. Und insofern hat also auch stadtplanerisch von der Stadtgestalt her durch diese Judenmorde, durch diese Zerstörung des Judenviertels, die Stadt Nürnberg damals ihr Antlitz komplett verändert. Ja, das war es, meine Damen und Herren, weitgehend für meinen Vortrag. Ich will ganz kurz noch mit ein paar Literaturhinweisen hier schließen. Grundlegend für das ganze Thema, ich habe ja mehrfach schon gesprochen, auch von Professor Eva Haferkamp, das ist der Vater Alfred Haferkamp, der ist für die Geschichte der Juden in Deutschland von einer ganz, ganz großen Bedeutung gewesen. Der hat sich schon früh in den 70er, 80er Jahren, als man dieses Thema in der deutschen Mediävistik kaum ansprechen konnte, ne, als das überhaupt noch fast verpönt war, so etwas zu machen wie Juden im Mittelalterlichen Reich, mit diesem Thema beschäftigt. Und er hat ganz grundlegende Forschungen hierzu vorgelegt. Und das Wichtigste, was es zu dem ganzen Thema gibt, was ich Ihnen heute Abend gesagt habe, das ist dieser Aufsatz von ihm, Der Schwarze Tod und die Judenverfolgung von 1348-49 im Sozial- und Herrschaftsgefüge deutscher Städte. Ja. Das ist nämlich die eigentliche Neuentdeckung von Alfred Haferkamp gewesen, dass es der Stadtrat war, ganz konkret. Ne? Dass es nicht diese aufgepeitschten, hysterischen Massen waren, sondern dass es die Stadträte waren, die diesen Judenmord zu verantworten haben. Das hat Haferkamp herausgefunden. Und insofern würde ich sagen, das ist der grundlegendste Aufsatz überhaupt zu dieser gesamten Materie.
Und dann möchte ich nochmal hinweisen auf diese beiden Bücher, über die ich jetzt auch schon mehrfach gesprochen habe. Fantischer Graus ist von 1987, in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts mittlerweile ein absoluter Klassiker, eines der wichtigsten Bücher zum späten Mittelalter überhaupt. Pest, Geißler, Judenmorde und dann eben das Standardwerk von Michael Toch, Die Juden im Mittelalterlichen Reich. Ich habe mit diesen drei Literaturen am intensivsten auch diesen heutigen Vortrag hier konzipiert. Und ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin wirklich entstellt dankbar, dass ich diese beiden Vorträge in diesem Gedenkjahr des jüdischen Lebens in Deutschland hier halten durfte. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich stehe Ihnen selbstverständlich gerne noch für Fragen und Auskünfte zur Verfügung. Dankeschön. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Professor Schwarz, für den eindrucksvollen Vortrag, der wirklich einiges auch nochmal gerade gerückt hat in der Perzeption. Ich würde vielleicht vorschlagen, wir fangen jetzt gerade mit den Fragen an, die sich im Lauf des Vortrags so ein bisschen aufgestaut hatten. Ich möchte mich entschuldigen, dass ich sie nicht gleich reingegeben habe. Der Hintergrund ist schlicht und einfach der, dass ich gerne einfach eine geschlossene Aufzeichnung des Vortrags mache, aber sie sind einfach nicht verloren. Ich frage, beginne mit der Frage von Rainer Freis. Gab es einen speziellen Anlass, warum Gregor der Neunte den Talmud verboten hat? Ja, das hat zu tun, Herr Freis, mit der zunehmend kritischen Sicht der Papstkirche auf alles, was mit dem Judentum zu tun hat. Sie erinnern sich vielleicht, dass ich letzte Woche schon davon gesprochen habe, dass das vierte Laterankonzil 1215 eine Reihe von antijüdischen Gesetzen erlassen hat. Und im Grunde steht das in einer sehr, sehr konkreten Tradition, diese antijüdischen Gesetzgebung der römischen Kirche. Gregor der Neunte ist ja in die Geschichte eingegangen als einer der ganz großen Legislatorenpäpste. Gregor der Neunte, also es war ja übrigens auch einer der Widerstreiter von Friedrich II. Gregor der Neunte hat Friedrich II. Zweimal exkommuniziert. Gregor der Neunte hat in den 30er Jahren des 13. Jahrhunderts den Liber Extra zusammenstellen lassen, also ein großes Gesetzbuch der römischen Kirche, ne? Eine Dekretensammlung, könnte man sagen. Dieser Liber Extra ist einer der wichtigsten Teile des Corpus Juris Canonici, des offiziellen Gesetzbuches der römischen Kirche. Und dieser Legislatorpapst, ne, der hat natürlich ein geschärftes Bewusstsein für die nichtchristliche Gesetzgebung. Und die nichtchristliche, die jüdische Gesetzgebung steht im Talmud. Und von der hat er sich herausgefordert gefühlt. Und vor dem Hintergrund seiner gesetzgeberischen Tätigkeit, vor dem Hintergrund seiner Tätigkeit als Kanonist, ne? Kanonistik ist die Wissenschaft vom Kirchenrecht, ist diese Talmud-Kritik und ist auch die Aufforderung zur Verbrennung des Talmud zu sehen. Die Frage von Martina Eklauer nochmal. Können Sie bitte noch einmal auf Ihre Anmerkung eingehen, dass die Juden hauptsächlich in anderen Berufen tätig waren, neben dem Kreditgeschäft? Waren die Juden nicht von der Ausübung vieler Berufe ausgeschlossen? Vielleicht kann ich mich da gerade auch nochmal dranhängen an die Frage. Nach meinem Verständnis waren ja insbesondere, sage ich mal, die wesentlichen ökonomischen Betätigungsfelder, also Landwirtschaft beispielsweise oder Handwerksberufe ja gerade davon betroffen. Ne? Man muss es ja immer reflektieren, was waren die entscheidenden ökonomischen Betätigungsfelder sozusagen in dieser Zeit. Ne? Das waren ja agrarische Gesellschaften im Wesentlichen und die Städte haben sich ja erst allmählich entwickelt. Das heißt, die zentralen Bereiche waren ja so auch nach meiner Wahrnehmung verschlossen. Ja, viele Zentrale waren verschlossen, zumindest der Regel nach, allerdings mit vielen doch sehr, sehr deutlich wahrnehmbaren Ausnahmen, Herr Stetz. Und vor allen Dingen, es blieb weiterhin möglich, im Handelsgewerbe, ne, als Fernhändler tätig zu sein. Also das ist schon etwas, was wir wahrnehmen müssen. Dieses berühmte Klischee, dass die Juden im Mittelalter weitgehend nur im Kredit, im Geldgeschäft tätig waren, weil ihnen alles andere verschlossen blieb, das stimmt so nicht. Wenn man sich die mittelalterlichen Quellen ansieht, wenn man sich das soziale Gefüge in den Städten des Mittelalters ansieht, dann stoßen wir immer wieder uns nahezu in ausnahmslos allen Bereichen auch auf
jüdische Mitbürger und selbst Mitbürgerinnen, die dort tätig waren. Das gibt es immer wieder. Das ist etwas, was nicht nur unsere Köpfe rein will. Es war streng genommen von den Gesetzen her verboten und trotzdem hat man es gemacht. So wie die Juden in keiner Weise nur im Ghetto, in einem abgeschlossenen Bezirk, in ihrer Gemeinde gelebt haben, sondern oftmals an herausgehobenen Orten und Positionen in der Stadt, wie etwa direkt am Marktplatz. So haben sie auch in vielen anderen Berufen mitgewirkt. Möglicherweise nicht immer offiziell, aber so doch so, dass sie keineswegs ausschließlich über das Finanzgewerbe, über das Kreditwesen ihre Einkünfte bezogen haben. Das muss man eindeutig sagen und ich kann hier immer wieder auch nur hinweisen auf die Forschung meiner Kollegin Eva Haferkamp, von der ich so viel profitiert und gelernt habe. Und ich glaube wirklich auch das, was Frau Haferkamp immer wieder gesagt hat, und die hat doch mal viel intensiver diese ganzen Berufsgruppen auch zusammengestellt, dass wenn man das Bild als Ganzes sich betrachtet, dass in vielen Fällen die Juden in ganz vielen Berufen tätig waren. Das ist ein Klischee, was sie im Kopf haben, was so nicht stimmt. Na gut, der Fernhandel, das ist klar, das war sogar wahrscheinlich eine Qualität, die überhaupt erst durch die jüdischen Gemeinden in die mittelalterliche Gesellschaft hineingekommen ist und dann vielleicht aber dazu beigetragen hat, dass durch das aufstrebende Bürgertum die Konkurrenz wahrgenommen worden ist. Ne? Ja. Darf ich dazu was sagen? Ja, gerne. Ich habe gut aufgepasst bei Professor Haferkamp. Es gibt eine logische Begründung. Denken Sie an das koschere Essen. Also es muss ja jüdische Fleischer, Bäcker gegeben haben und auch Landwirte, die Lebensmittel geliefert haben. Das ist eine logische Begründung, ja, weil die christlichen Handwerker haben ja nicht koscher geschlachtet und so. Ja, wunderbares Argument, Herr Strobel. Vielen Dank. Und sie hat auch gesagt, sogar Christen haben bei jüdischen Metzgern eingekauft. Ja, sehr gut. Fleisch gekauft. Das ist genau das Argument, was mir jetzt nicht eingefallen ist. Das ist also 100% richtig und das zieht sich fast über alle Berufssparten. Also Fleischer, Metzger, das ist etwas ganz, ganz Richtiges. Und vor dem Hintergrund ist möglicherweise auch das zu sehen, was ich über Straßburg erzählt habe, dass da gerade vom Fleischergewerbe aus dieser entscheidende Versuch gewagt wurde, der letztlich erfolgreiche Versuch, die Juden in der Stadt auszulöschen. Warum? Gerade die Fleischer. Da haben wir wirklich das Argument, was hier ganz besonders intensiv zieht. Also wir müssen uns wirklich davon freimachen, dass die Juden wirklich nur im Kreditwesen, im Geldgeschäft tätig waren und dass überhaupt nichts anderes möglich war. So wie es den jüdischen Fleischer und den jüdischen Bäcker gegeben hat für die Einhaltung der bestimmten Speisevorschriften, so wird es auch viele andere jüdische Berufe gegeben haben. Ich mache mit den Fragen weiter. Weiß man etwas über den Ursprung des Zerrbilds der Judensau? In Anführungszeichen natürlich. Ja, da gibt es mittlerweile auch eine ganze Reihe von Forschungen. Das hat natürlich damit zu tun, dass man diese Art und Weise, wie die Juden ihre Speisen zubereitet haben, beziehungsweise dass sie aus religiösen Stücken gezwungen waren, auf bestimmte Sorten von Fleisch zu verzichten, karikieren wollte. Und dass man das aufs Korn nehmen wollte und ganz besonders sozusagen sich darüber lustig machen wollte. Der Ursprung scheint in Deutschland zu liegen, im späten 13., 14. Jahrhundert zu liegen. Wo genau, vermag ich nicht zu sagen. Ich weiß gar nicht, ob man es wirklich habhaft machen kann. Diese Judensäue an den Kirchen gibt es ja nicht nur in Regensburg, sondern auch an einigen anderen Orten. Aber das scheint schon etwas Süddeutsches, eher etwas Süddeutsches zu sein. Und dort mag der Ursprung gelegen haben. Aber warum jetzt gerade dort und unter diesen Bedingungen, vermag ich nicht zu sagen. Es ist etwas, was natürlich in Deutschland verheerend gewirkt hat bis ins 20. Jahrhundert. Ich erinnere nur ganz kurz an diese hasserfüllte Parole in der frühen Weimarer Republik. Damals gab es einen Außenminister der Weimarer Republik, der weitgehend verantwortlich auch war, oder den man verantwortlich gemacht hat für die Unterzeichnung des Versailler Vertrages, nämlich Walter Rathenau. Walter Rathenau war Jude und diese rechtsradikale Parole lautete damals: Schlagt tot den Walter Rathenau, die gottverdammte Judensau. Und das hat man dann ja auch gemacht. Der wurde ja in seinem Wagen dann 1920 erschossen. Also das hat also über Jahrhunderte hinweg unglaublich negativ gewirkt. Das ist etwas, was es
in Deutschland speziell gegeben hat und was bestimmt damit zu tun hat, dass man also diese jüdischen Speisevorschriften karikieren wollte. Die Frage von Rainer Freis hat sich im Grunde durch den Vortrag ein bisschen eingeholt, weil Sie hatten das genauso beantwortet. Der ökonomische Effekt der Pogrome, Beseitigung der Kreditgeber und damit der Schulden wird ihm als ein Grund für die Judenpogrome angeführt. War das ein wichtiger Grund oder nur eine angenehme Nebenwirkung? Das hatten Sie ja im Vortrag schon eingeordnet. Ich springe deshalb zur nächsten Frage weiter. Hatten eventuell hochrangige Persönlichkeiten, Stadträte und so weiter die Sorge, dass die jüdische Bevölkerung mächtiger wird, als sie selbst waren und versuchten so mit gezielten Unwahrheiten die restliche Bevölkerung aufzustacheln? Ja, das ist eine Spekulation. Das kann man nicht ausschließen, aber es gibt dafür keinen konkreten Hinweis. Aber dahinter steht tatsächlich ja die Frage, waren es wahrgenommene Konkurrenzsituationen sozusagen, die ein wesentlicher Motor war? Innerhalb bestimmter Bereiche der Stadt auf jeden Fall. Und vor allen Dingen war es die Tatsache, dass man, wenn man an die Juden denkt, die im Kreditwesen tätig waren oder die eine Konkurrenz darstellten, wie zum Beispiel, wenn wir beim Beispiel des Metzgers, des Fleischers bleiben, dass man in solchen Fällen dann versucht hat, den jüdischen Konkurrenten auszuschalten, auf jeden Fall. Und das Wichtigste war in dem Zusammenhang ganz bestimmt die Tatsache, dass man versucht hat, über diese Schiene sich vor den Schulden zu befreien, die man bei den Juden hatte. Also ich darf Sie nur bitten oder auffordern, Sie können auch Ihr Mikrofon einschalten, die Frage direkt adressieren oder einfach reinschreiben. Vielleicht darf ich noch mal nachfragen, gibt es bei all diesen deprimierenden Beispielen, die Sie geschildert haben und auch dieser flächenmäßigen Entwicklung der Pogrome, gibt es auch positive Beispiele, Ausnahmen, dass eine Stadt ihre jüdische Bevölkerung geschützt hat und sich ganz anders verhalten hat? Ist Ihnen da sowas bekannt? Ja, es gibt natürlich, Herr Stetz, die Ausnahme, dass in Böhmen und in Österreich diese Pogrome nicht zu verzeichnen sind. Und da gibt es also auch für diesen Karl den Vierten zu vermelden, dass er in Böhmen, in seinem Königreich Böhmen, das nicht toleriert hat, das nicht geduldet hat. Also es gab wohl Versuche, aber er hat sich dort in Böhmen schützend vor die Juden gestellt. Er hat das also nur in den Reichsstädten, vor allen Dingen in diesen Städten Frankfurt und Nürnberg gemacht. Und da wissen wir, das ist ein sehr, sehr interessanter Aspekt, über den ich im Vortrag nicht habe reden können. Da wissen wir auch, warum er das gemacht hat. Er war nämlich damals 1346 noch in einer sehr, sehr umstrittenen Position. Er ist König geworden, sozusagen im Rahmen eines Doppelkönigtums. Ja. Er ist ja zunächst einmal Gegenkönig gewesen gegen Ludwig den Bayern und dann hat er in Frankfurt selber noch einmal einen Konkurrenten, nämlich Günther von Schwarzburg gehabt. Und vor dem Hintergrund hat er sich sozusagen die Unterstützung dieser Städte Frankfurt und Nürnberg erkaufen wollen. Aber Positives in dem Sinne, dass eine Stadt, eine Bürgerschaft sich im Endeffekt erfolgreich schützend vor die Juden im Reich gestellt hat, gibt es nicht. Wenn Sie so wollen, ist Straßburg so ein Versuch gewesen, dass der Straßburger Rat am Anfang zunächst einmal gesagt hat, wir machen da nicht mit, wir lehnen es ab, die Juden also komplett dafür haftbar zu machen, was da passiert ist. Aber die Stimmung im Straßburger Rat kippte ja und man hat also systematisch versucht, dann das Ganze auszuhebeln und hat dann die Juden Straßburgs komplett dann auch vernichtet. Ja, ich schaue nochmal in den Chat rein. Bitte, Sie haben Gelegenheit, Ihre Fragen zu adressieren. Oder Sie schalten einfach Ihr Mikrofon ein. Das ist das, was ich meinen Studenten auch immer wieder sage. Es ist doch einfach schöner, wenn man die lebendige Stimme hört, als wenn das dann abgelesen wird. Aber man kann es natürlich auch verstehen, wenn da eine Hemmschwelle da ist. Naja gut, ist mit dem Chat hat so ein bisschen den Sinn, dass man es nach hinten schieben kann, natürlich, dass nichts verloren geht. Aber jetzt haben Sie wirklich Gelegenheit, einfach nur mit einem Klick einzuschalten und Sie können alles fragen. Also ich meine mich zu entsinnen, dass irgendein Bischof im Rheinland, ich weiß nicht, ob Worms oder irgendeine oder Speyer, selbst der Klerikale die Juden irgendwie unter Schutz gestellt hat. Aber die Frau Haverkamp weiß es besser.
Es gibt hier noch eine weitere Frage bezüglich der Brunnenvergiftung. Waren die Juden eigentlich ebenso von der Pest betroffen oder waren sie zum Beispiel aufgrund besserer Hygiene weniger davon betroffen? Danke. Also zunächst einmal zu dem, was Herr Strobel gerade gesagt hat. Also wir wissen in der Tat, dass der Bischof von Speyer sich schützend vor die Juden gestellt hat. Der Bischof von Speyer hat sich schützend vor die Juden gestellt, aber es war zum Schluss dann auch nicht sonderlich erfolgreich. Und zu der Frage von Herrn Stetz kann ich sagen, sie waren natürlich genauso betroffen wie die anderen auch. Sie haben also auch dieselben Opferzahlen zu verzeichnen wie die christlichen Gemeinden. Und in dem Zusammenhang noch eine ganz, ganz wichtige Beobachtung, also auch für die Schuldzuweisung. Bereits die damalige Chronistik hat mehrheitlich geschrieben, dass der Vorwurf von einer jüdischen Brunnenvergiftung geradezu absurd sind. Denn mit genau diesem Argument, Herr Stetz, hat man damals hantiert, man hat gesagt, das kann ja gar nicht sein, dass die überall systematisch die Brunnen vergiften. Sie würden sich dann ja letztlich selber ums Leben bringen. Ich meine, die Beispiele, die Sie jetzt geschildert hatten von Basel und anderswo, wo man ganz gezielt hunderte Menschen ermordet hat, ja, man kann sich heute schwer, man kann sich schwer vorstellen, dass das nicht einfach eine kritische Reflexion auch gegeben hat, die man ein Stück weit wahrnehmen kann. Das ist schwer nachvollziehbar einfach, ja, weil es natürlich auch besonders grausame Methoden waren, da sich wichtiger Bevölkerungsteile dann zu entledigen, auf so eine grausame Art und Weise. Ist da auch von den Chronisten die Grausamkeit dieser Tat nicht als entsprechend wahrgenommen worden oder festgestellt worden? Ja, die kritische Reflexion in der Chronistik erschöpft sich sozusagen in der Feststellung, dass der Vorwurf als solcher absurd sei. Da hört die kritische Reflexion auf. Aber die Grausamkeit der Tat als solcher wird nicht festgestellt. Es wird nicht Klage erhoben, es wird nicht kritisiert. Allein das Argument wird als absurd bezeichnet, aber nicht sozusagen die Auswirkung des Arguments. Das ist etwas, was wir so zur Kenntnis nehmen müssen und was uns natürlich, wie ich das jetzt Ihrer Frage auch entnehme, bis auf den heutigen Tag natürlich entsprechend auch bestürzt und betroffen macht. Aber es ist einfach so und es geht ja dann jahrzehntelang und fast noch jahrhundertelang so weiter bis zur Emanzipation der Juden in der Aufklärung und im 19. Jahrhundert mit den Ausweisungen aus den entsprechenden Orten. Das, was wir in England 1290 zum ersten Mal haben, das zieht sich wie ein roter Faden durch die komplette mittelalterliche Reichsgeschichte und noch weit über die Grenzen des Mittelalters hinaus. Das ist sehr, sehr interessant, das festzustellen. Eine kritische Reflexion hat es wirklich nicht gegeben. Das heißt, der Hintergrund war grundsätzlich legitimiert, sozusagen dann auch. Ja. Es gibt jetzt noch eine Reihe weiterer Fragen. Warum wurden in Regensburg die Juden im 14. Jahrhundert verschont? Und gab es noch andere Minderheiten oder Bevölkerungsgruppen, die zu dieser Zeit in ähnlicher Weise aus den gleichen Gründen von Verfolgung betroffen waren? Ja, Regensburg ist in der Tat ein Sonderfall. Dort gab es ein ganz, ganz ja, mächtiges Judentum, eine mächtige jüdische Gemeinde, die sehr, sehr intensiv verzahnt war mit der Bürgerschaft der Stadt, die eine wichtige Rolle spielte für das soziale Gefüge der Stadt Regensburg. Natürlich in einer unglaublichen Konkurrenzsituation auch stehend zu den christlichen Bürgern. Man hat es immer wieder versucht, oder einige im Stadtrat haben immer wieder versucht, auch sich der Juden zu entledigen, die Juden rauszuwerfen. Es gab in Regensburg immer wieder aber auch den Versuch des Kaisers und oftmals den erfolgreichen Versuch des Kaisers, sich schützend vor die Juden zu stellen. Da weiß ich also aus den 70er Jahren des 15. Jahrhunderts, dass Friedrich III. Das ganz, ganz geschickt auch verstanden hat, den Rauswurf der Juden zu verhindern. Und dann war die Situation da, dass 1519 im Angesicht des Todes Maximilians eine kleine Vakanz im Reich da war. Zwischen dem Tode Maximilians und der Wahl Karls des Fünften war eine Lücke. Und genau diese Lücke haben die Regensburger Bürger ausgenutzt, um die Juden dann rauszuwerfen und die Juden zu vertreiben. Aber warum die Juden hier zunächst einmal hier in Regensburg nicht vernichtet, nicht ermordet
worden sind im Gefolge der Pest, hatte damit zu tun, dass hier diese sehr, sehr enge Verzahnung da war zwischen der jüdischen Gemeinde und der christlichen Bürgerschaft. Die sozialen Gruppen, um auf den zweiten Teil der Frage zu kommen, die damals ebenfalls stark verfolgt worden sind oder immer wieder verfolgt worden sind, das waren eine Gruppe, von denen teilweise auch schon im Vortrag die Rede war, das waren oftmals die Aussätzigen, das waren die Leprosen. Und es gibt viele Berichte in den europäischen Städten der damaligen Zeit, wo Juden und Aussätzige in einem Zusammenhang genannt werden. Ich verweise nur auf ein einziges Beispiel, das mir gerade in den Sinn kommt. Das berühmte Weiße Buch der Stadt London aus dem Jahre 1420, wo der damalige Londoner Stadtschreiber John Carpenter wörtliches Zitat schreibt: von Juden, Aussätzigen und Schweinen, von Juden, Aussätzigen und Schweinen und anderem unehrenhaften Gesindel in der Stadt. Also die Aussätzigen und die Juden, die werden hier bei Carpenter in einen Zusammenhang geworfen. Das hat ganz stark damit zu tun, dass bestimmte Gruppen im Mittelalter, wir reden von sozialen Randgruppen, stark marginalisiert worden sind. Und auf jeden Fall könnte man sagen, dass es bei den Aussätzigen ganz, ganz stark in diese Richtung geht. Es kippt ebenfalls das Verhältnis der christlichen Gesellschaft zu diesen Randgruppen ganz, ganz stark, so wie sich das Verhältnis zum Judentum insgesamt radikalisiert hat, so hat sich das Verhältnis der mehrheitlichen christlichen Gesellschaft zu den Randgruppen marginalisiert. Herr Paas, Sie haben noch eine Frage, die Sie können doch einfach Ihr Mikro einschalten, oder? Ja, habe ich gemacht. Herr Schwarz, ich hätte eine Frage. Während des ganzen Vortrags drängt sich mir natürlich auch immer wieder, ich sage mal so, der Vergleich zur Shoah des 20. Jahrhunderts ja auch auf, also unter den Nazis. Wenn ich es richtig verstehe, waren die damaligen Pogrome sehr stark der, ich nenne es mal, einer Religiosität zuzuschreiben. Ja. Während die Shoah ja bei den Nazis sozusagen einer rassistischen Idee, einer ethnischen Idee unterliegen oder geschuldet war. Meine Frage ist, gab es damals im Mittelalter auch schon sozusagen diese, ich nenne es mal im weitesten Sinne, rassistischen Ausgrenzungen oder rassistischen Merkmale, die hier zum Beispiel außer den religiösen Fragen einem Volk der Juden hier zugeschrieben worden sind? Weil für mich diese Parallelität ja teilweise auch von den Pogromen, die ja immer wieder auch legitimiert waren, im Dritten Reich waren sie ja dann auch legitimiert, Nürnberger Rassengesetze. Konnte man hier auf so etwas zugreifen, also auch ethnisch bedingt? Vielen Dank für diese sehr, sehr interessante Frage. Eine ganz wichtige Frage, die unbedingt noch angeschnitten werden muss. Ich gebe Ihnen völlig recht, wenn man sich das alles anhört, wenn man das mitbekommt, das sind ja schon Massenmorde, ne? Und man kann wirklich mehr als einmal die Vermutung äußern, dass es im Grunde nichts anderes gewesen sei als eine Vorgeschichte der Shoah. Was soll noch der Gegensatz, der Unterschied sein zur Shoah? Aber es war eben doch was anderes. Ne? Also dieses berühmte, dieser Judenhass, ne? Wir reden ja vom Antisemitismus, aber der Begriff Antisemitismus selber ist ja eigentlich auch schon eine Verharmlosung. Ich würde, wenn wir über diese Dinge nachdenken, die im Dritten Reich der Fall waren, wirklich vom Judenhass reden. Dieser Judenhass im späten 19. Jahrhundert beginnt und im 20. Jahrhundert, der war, so schwer es fällt, das nicht als Vorgeschichte zu sehen, da war eben doch was ganz anderes als das, was wir im Mittelalter haben. Denn diese rassistische Begründung, die gibt es im Mittelalter so nicht. Es ist natürlich schon so, dass wenn wir Darstellungen von Juden aus dem Mittelalter sehen, die mit bestimmten Merkmalen dargestellt worden sind, wie den Hüten oder wie der Barttracht oder sonst irgendetwas, ja. Aber das sind in meinen Augen noch keine rassistischen Merkmale. Also ganz bestimmt nicht. Ja. Wir sind ja dieser Tage alle enorm sensibilisiert für diese Dinge. Ne? Und das ist natürlich ein Stück weit auch gut so, ne, dass das so ist. Aber ich glaube,
Das ist auch das, was die Shoah-Forschung, was die Holocaust-Forschung, was die Geschichte des Antisemitismus, die Geschichte des Judentums, die Judaistik auch mehrfach schon hervorgehoben hat und was in meinen Augen auch richtig ist. Das kann ich als Mittelalterhistoriker, glaube ich, auch wirklich dazu sagen. Diese Begründung, die wir dann seit dem späten 19. Jahrhundert haben, dass die Juden sozusagen das Blut vergiften und das Blut unrein werden lassen, das gibt es so im Mittelalter nicht. Das hat eine Beschränkung dann doch, der mittelalterliche Judenhass hat dann doch eine Beschränkung auf das Religiöse. Sie finden, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ein paar Mal bei diesen westgotischen antijüdischen Gesetzgebungen im 6. Jahrhundert, finden Sie ein paar Mal ein paar Hinweise darauf. Aber ich würde das also wirklich nicht als legitimes Argument dafür gelten lassen, dass es diesen Zug im mittelalterlichen Judenhass gegeben hat. Das hatte eine religiöse Begründung weitgehend, beziehungsweise hier bei der Pestkatastrophe von 1348, 50, 51 haben wir gesehen, dass diese religiöse Verbindung auch gefehlt hat. Aber dieser rassistische Zug, den gibt es so im Mittelalter nicht. Vielen Dank. Ich schaue gerade auf die Uhr. Wir haben jetzt auch 21 Uhr erreicht. Ich darf mich ganz, ganz herzlich bedanken für Ihre zahlreichen Fragen auch, aber insbesondere natürlich bei Herrn Professor Schwarz für den wirklich Vortrag, der auch für mich ganz neue Informationen auch mit sich gebracht hat. Und das ist natürlich wunderbar. Das ist auch das Ziel von so einer Veranstaltung, dass man sich einfach vertieft mit einem solchen Thema beschäftigen kann. Ganz herzlichen Dank nochmal, Herr Professor Schwarz. Ja. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Stetz, für die Einladung und vor allen Dingen auch bei Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, für die wirklich sehr, sehr spannenden, instruktiven Fragen. Es ist ein wirklich echter Dialog gewesen und ich gehe hier wirklich, und ich rede hier auch von der letzten Woche, sehr bereichert aus diesen beiden Abenden heraus.